Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es regnet draußen und da dachte ich, gucken wir mal ganz entspannt, gucken wir uns zusammen mal ein Märkte in Katalog an, und zwar in dem Fall heute den von 1960, 61. Ich hoffe, ihr habt etwas Freude mit dem Video, dass es vielleicht auch ein bisschen entschleunigt, bisschen entspannt und Freude macht. Wenn es gefällt, lasst mir doch ein Abo da oder einen Daumen hoch. Ich sag mal, viel Spaß mit dem Video. Auffällig ist schon das quadratische Format. Hinterher waren die ja auf DIN A4 oder waren die eine ganze Zeit lang. Und obwohl später in den 80ern gab es das auch mal wieder, zumindest das Querformat. Und eben die aus den frühen 50er Jahren, die waren eben noch bescheidener. Die waren dann hier von nur so zwei Drittel. Hier haben wir dann eben 1960, 61 D in D-Mark. Dann vorne wieder durch das Vorwort. Dann Gutschein 1960 West-D-Mark 60 Pfennig, der fast Cent gesagt. Was dann angerechnet wurde, was gekauft hat. Hier ist das Vorwort, genau. Hier sind die Vorzüge der Märklinbahn A0 erläutert. Interessant auch das klassische Bild, ne, mit dem Großvater noch dabei. Ja gut, der Vater, der fehlt jetzt da, aber der ist dafür dann da unten zu sehen. Mach mal etwas schneller, damit das Video nicht zu lange wird, weil steht ja immer die Möglichkeit, einfach für euch das Video anzuhalten, und wenn dann doch mal was Interessantes ist, was man länger betrachten möchte. Ja, da war dann neu die kleine Nebenbahnlok. Auch wirklich optisch sehr gelungen. Die 3000 mit Dreilichtspitzensignal. 3003, Baureihe 24, auch mit Dreilichtspitzensignal. Die beiden Lokomotiven gab es ja vorher auch mit Zweilichttechnik, nur mit den beiden Glühlampen einfach. Ja, 30, 31, 30, 32, die Baureihe 81, noch Vollmetall, schöne Lokomotive. Die Baureihe 23, dann haben wir hier noch die 30, 27, Baureihe 44, soll daneben auch der große Trafo zu benutzt, zu gekauft werden. Die rauchende Lokomotive haben sie auch damals nett gemacht, immer mit so Originalfotos. Ja, und dann steht da ein Supermodell, noch modellgetreuer, noch realistischer. Der rote Elch, die V200, gab es auch als Bausatz. Triebwagen, Schienenbus, Schnelltriebwagen. Interessanterweise da noch keine Vorbildbezeichnung, sondern eben einfach nur Schnelltriebwagen oder Schienenbus. Dreiachsige Elektrolokomotiven. E44 gab es dann auch als Bausatz. E41 in Blau und Grün. Ja, dann waren auch so europäische Lokomotiven schon Thema. Niederländische, französische, schwedische. Dann weiter italienische, Schweizer Lokomotiven, das Krokodil. Das darf natürlich nicht fehlen.
tolle Lokomotive. Und dann die Startsets. Hier ist dann noch so ein Blatt, das ist mir auch erst hinterher aufgefallen, wo ich den Katalog gekauft hatte. Da hatte jemand sich wohl mal Gedanken gemacht über eine kleine Eisenbahn für den Junior. Ganz witzig, lasse ich auch so da drin, gehört irgendwie da rein. Zugzusammenstellung, die man kaufen konnte ohne Trafo. Weitere Zugzusammenstellung. Schon mal mit größeren Lokomotiven dann. Ja, und noch größere Zugzusammenstellung mit der Baureihe 23 V200 mit der 01 und dann auch den internationalen oder europäischen Elektrolokomotiven. Ja, alles neu, 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 neu. Ja, das war dann natürlich, ich glaube, da ging es dann auch so richtig aufwärts damals, auch mit Märklin. Genau, Blechwagen, neu auch mit Schlussbeleuchtung, Abteilwagen. Stehzugwagen, auch da neu mit Schlussbeleuchtung. Ja, da kam es dann, kamen dann auch immer mehr die Modelleisenbahn durch und nicht nur die Spieleisenbahn. Leichtzug-Schnellwagen der Schweizerischen Bundesbahn. Italienische Staatsbahn, schwedische Staatsbahn, Personen- und D-Zug-Waggons. Ja, Güterwagen. Da waren dann eben hier wieder die einfachen, günstigen Modelle mit Thermoplastikaufbau. Gab es dann eben auch reichlich oder eben allerhand. Und dann eben die 4600er Bestellnummern, das waren dann eben schon Modellgüterwagen und das sind auch wirklich tolle Güterwagen. Ich mache die sehr, weil die sind zum einen sehr schön detailliert, besonders natürlich auch für die damalige Zeit, da war das top, aber auch jetzt finde ich sie noch wirklich ansprechend und die sind alle schön schwer und laufen gut. Und dann, also je schwerer, desto besser sind die Laufeigenschaften. Kann man wirklich so sagen. Ja, dann die Rungenwagen, wo man die Rungen abnehmen konnte, unten in diese kleine Schublade reintun. Also das war schon, ja, Eisenbahn, ein schönes Spielzeug für klein und groß, bis heute. Konnte man damals auch dann noch Waggons selber bauen, diese orangen Kartons, ich kenne sie auch noch, und einfache Waggons, ja, war dann auch abwechslungsreich. Konnte man erstmal ein bisschen schrauben und sticken, konnte sie dann auf die Eisenbahn setzen. Ja, das Märklin-Gleis, sich jahrzehntelang bewährt. Und dazu muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch, könnt ihr in den Videos sehen, auch eine Anlage mal so ein bisschen fliegend aufgebaut mit dem C-Gleis. Und was soll ich sagen, die sind, kommen jetzt auch so in die Jahre und da bricht eine Ecke und eine Lasche nach der anderen aus. Also das passiert mit dem guten alten M-Gleis nicht. Ist einfach so. Früher war auch nicht alles schlecht. Entkupplungsgleis, ferngesteuert mit dem Lichtmast dazu. Transformatoren, der große und der kleine. Ja, die Signale. War damals eben mit den dicken, klobigen Füßen für die
elektromagnetischen Doppelspulenantrieb. Gut, konnte man natürlich auch unter die Platte setzen oder kaschieren, aber das war eben so. Signalbuch, Oberleitung. Ja, man hatte auch damals schon sehr viele Möglichkeiten, sich zu entfalten mit seiner Modelleisenbahn. Schaltpulte für Weichen, Beleuchtung, Totlegen von Gleisabschnitten oder Abstellgleisen. Ja, die kennt auch jeder. Die drei Typen von den Bogenleuchten und Bahnhofsleuchten von Märklin. Bisschen klobig, aber auf jeden Fall robust. Ja gut, muss jetzt ja auch nicht robust sein, oder Laterne, aber man kennt es, man ist damit groß geworden. Innenbeleuchtung, Schlussbeleuchtung, auch schön hier unten schematisch angezeigt, wie das dann einzubauen ist. Hier sehen wir eben noch dann die Drehscheibe und den Ringlokschuppen, den anderen Lokschuppen eben auch noch aus Metall. Gut, wir sind hier 1960, kommt eben noch aus den frühen 1950er Jahren. Der Kran, und den in so eine Anlage integriert hat, das kann man wirklich den Spielwert der Anlage auch wirklich erhöhen, einfach durch Umladen von Zügen, von Waggons, Bahnübergang, einmal nur durchs Gewicht des Zuges betätigt oder eben dann feudaler die vollautomatischen Überschaltgleise, wo dann auch wirklich die Schranken schon deutlich bevor die Lok eintrifft, zu sind. Die Brücken, ich nehme an, dass das schon die aus Kunststoff waren. Gab es da vorher auch dann in Metall? Kann ich jetzt nicht ganz genau so sehen, ohne Brille. Gab es eben auch die verschiedensten Brücken und Rampenteile. Miniaturautos, Stick, Spritzguss, gab es auch schöne Autos, meist wie damals im Original auch von VW dominiert. Schönes Feuerwehrauto, Araltanker. Merkt den Metallbaukasten. In verschiedenen Ausführungen und Größen. Gab es dann eben auch die schönen Motoren dafür, Urwerksmotor sogar noch. Helix ergänzend dazu, dass man dann auch elektromagnetische oder elektrotechnische Modelle bauen konnte, war eben auch alles sehr lehrreich. Oft belächelt, aber war schon ein sinnvolles Spielzeug. Ach, da sind wir schon durch. Was haben wir hier? 60 Seiten. Schöner Rücken, kann entzücken. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.